Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster High. Ja, wir stehen hier immer noch am Morgen und wir müssen mit Juice sprechen. Ja, ich weiß jetzt, dass er Juice heißt, denn ich habe endlich einen Monster High Film geguckt. Ja, und ich fand den ziemlich cool, muss ich sagen. Hat mir ganz gut gefallen. Und ich wollte noch ein paar andere gucken. Ich glaube, die Filme, da gab es ja, boah, 3 oder 4 oder so. Und jedenfalls habe ich 1 geguckt mit Bui York und das fand ich echt total amüsant und gut. Und ich weiß gar nicht, warum Cleo hier so eine Zicke ist, weil da war die irgendwie total nett und cool, fand ich. Zwar, ja klar, die sind halt wirklich sehr machtbesessen und so, aber das haben solche Mumien halt an sich, würde ich sagen. Und trotzdem war sie irgendwie eine total Liebe. Deswegen verstehe ich das gar nicht, dass sie jetzt hier so extrem eingebildet wirkt. Gut, ich habe noch nicht mehr davon gesehen. Ich kenne halt nur die Figuren so und nicht die Filme direkt. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie das in anderen Filmen sein wird, ob da Cleo genauso wirkt oder nicht. Und ich lasse mich da auf jeden Fall mal überraschen. Und es war ein wirklich toller Tipp von euch zu sagen, guck dir doch mal die Filme an, wenn du die noch nicht gesehen hast. Denn wie gesagt, wirklich richtig gut. Richtig, richtig gut. Hat mir super gefallen. Ich bin ja sowieso so ein Trickfilm-Fan. Halt! Oh nein, Mist. Jetzt habe ich mich ein bisschen blöd hingestellt gerade. Kommt die nicht gleich wieder? Wir müssen doch wieder shoppen gehen demnächst. Hä? Cleo? Da habe ich gerade von dir geredet und schon findet man dich hier. Ich mag Monster High echt. All die unterschiedlichen Monster, die sich hier treffen. Stimmt. Und im Film, da gab es auch... wie hieß die nochmal? Moment, wie hieß die nochmal? Mausedes oder irgendwie so. So ähnlich wie Mercedes, aber dann doch als Maus, weil es ein Mäusemonster war oder so. Jedenfalls sah sie sehr mäuseähnlich aus. Die fand ich auch richtig, richtig gut. Also die Monster, die es nochmal zusätzlich in den Filmen gibt, sind wirklich amüsant und interessant. Hallo Neuling, hab ein paar nette Gerüchte über dich gehört. Scheint, als würdest du langsam deine Spuren hier an der Monster High hinterlassen. Weiter so. Jetzt lass mich raten, warum du hier bist. Ich wette, dass der Rat den Kochclub braucht, um beim Kuchenbazar zu helfen und dass Toralei dich hergeschickt hat, weil ich ihr was schulde. Habe ich recht? Jo, stimmt genau. Ich wusste es. Ja, du bist der Beste. Diese Toralei, sie vergisst nie Gefallen, die ihr jemand schuldet. Darum ist sie auch eine so tolle Ratspräsidentin. Sie hat immer einen Schuldschein oder 2 in ihrer Tasche, falls sie sie braucht. Nur unter uns. Alle sind wegen der Spendenaktion so aufgeregt, dass der Kochclub sowieso geholfen hätte. Aber behalte das für dich. Was Toralei nicht weiß, macht sie nicht heiß. Und ich schulde ihr eine Sache weniger. Ich bringe dir diese gruselig leckeren Kekse morgen zum Ratstreffen mit. Dankeschön. So einfach geht das. Schön. Das hat Juice gut gemacht. Hoffentlich schmecken die auch. Also ich meine, macht er die Kekse? Oder macht die jemand anders und er bringt sie nur mit? Keine Ahnung, aber wenn er die macht, dann wäre ich doch ein ganz klein wenig skeptisch, ob die auch wirklich schmecken. Er ist ja eher so ein bisschen chaotisch veranlagt und so. Und ich warte jetzt gerade, dass die Nachrichten hier alle fertig sind, damit ich die jetzt ganz in Ruhe lesen kann und nicht ständig, genau, dass nicht ständig genau das hier passiert. Jetzt ist nur das eine plötzlich. Dann warten wir noch mal ganz kurz. Vielleicht kommen noch welche rein. Genau. Die Münzen. Ich war noch nicht fertig mit diesen Münzen. Falsche Richtung. Toll. Gibt nur plus 5, aber na gut. Plus 5 ist besser als nichts, ne? So, Spektra. Die hohen Älteren von Amenti sind unzufrieden mit der aktuellen Infektionsrate. Infektion? Worum geht es hier? So verwirrt. Ignoriere sie einfach, Deus. Juice. Oh, ich weiß schon wieder nicht, wie man es ausspricht. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Juice. So. Sie war nicht sie selbst in letzter Zeit. Ich kann ich selbst sein. Und dich selbst sogar die selbst. Was? Wie bitte? Wo zum Teufel ist Amenti? Ich dachte, ich war schon überall. Spektra. Laguna. Es ist rundherum, oben und unten, innen und außen und hinten und vorne. Ja genau, das sehe ich auch so. Interessant, Spektra. Etwas schwer zu verstehen, aber interessant. Luna macht natürlich wieder Luna-Bombe. Das ist echt bombisch.
So, zurück, bitte. Gibt's was Neues im Shop? Ich glaube nicht, nein. Das war erst. Und das ist jetzt wieder wiederholt? Ach, guck mal. Auf einmal steht er hier. Mist. Die Schüler kommen mit ihren Kochfragen weiter zu mir. Ich packe sie lieber vorsichtig ein. Aber es ruiniert mein Ansehen als Sportler Nummer 1. Schulmoderator steht da. Das Monsterschülercafé ist ein gruseliger Ort. Ich meine, der Geruch vom Zombie-Buffet ist einfach grauenvoll. Guck mal, wie nett sie auch hier ist. Die ist gar nicht so zickig, wie sie immer tut, beim Cheerleading. Achso, gehe zum Unterricht. Was habe ich denn? Habe ich noch irgendwas offen? Nee, ich kann tatsächlich nur zum Unterricht gehen. Okay. Dann wollen wir das erstmal tun. Was ist denn los hier? Hier ruckelt das ein bisschen. Ich hasse es, wenn es zwischendurch mal ruckelt. Fragt mich echt nicht, warum. Vielleicht habe ich dann irgendwie ganz plötzlich irgendein Update laufen oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. Egal, wir ignorieren das einfach. Ist ja nicht so weiter schlimm. Werden nochmal vom Geist umgelaufen. Das ist völlig okay. Und ich gucke nochmal gerade hier, ob ich ein paar Münzen in der Nähe finde. Das wäre noch ganz, ganz cool. Aber, ne, hier ist überhaupt gar nichts mehr. Nix, nada. Was war das? Habe ich jetzt einfach nur was getrunken? Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gesehen hier. Tatsächlich, jetzt ist irgendwie ein Geheimgang. Wuhu! Habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das denn? Ach, der Bibliotheken-Geheimgang. Cool. Das ist ja witzig. Das ist wirklich witzig. Ja, gut. Wenn wir dann schon mal hier sind, sammeln wir doch einfach mal von hier die paar Münzen ein, die noch hier so herumschwirren, würde ich sagen, falls ich das schaffe. Und den Sprung hier wieder schaffe, den ich natürlich nicht schaffe. Super. Mit dem Sprung habe ich sowieso da nicht so. Ist ja jedes Mal so irgendwie. Jedes Mal springe ich da voll nicht drauf. So, aber so klappt es wenigstens. Gut, die eine lassen wir halt. Ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe auch so recht viele eingesammelt. Und ich mag auch Draculaura total gerne. In dem Film ist sie echt total niedlich. Da werde ich ein Fan von Vampiren. Man sollte auch springen drücken. So, geht doch. Alles klar, die hätten wir eingesammelt. Ach, dann gehen wir wieder den Geheimgang zurück, würde ich sagen. Wenn, dann schon mal doppelt benutzen. Ha, finde ich super. Das finde ich echt cool. Ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Eingänge? Ach, Schwimmbad. Deswegen ist das so nass. Ich wollte jetzt sagen, warum ist denn das so nass hier? Wird denn hier geplitschert? Was ist denn hier für ein Geist lang geschwommen? Aber nein. Das ist, weil da das Schwimmbad ist. Ich glaube, jedes Mal gehe ich an den Automaten hier und jedes Mal ist der schon abgefarmt von mir. Egal. Und wenn ich noch 500 Mal da gucke, dann müssen wir durch. Hier fliegt auch nirgendwo irgendwas rum. Ich muss trotzdem zurück. Ha, aber die geht noch. So, wie viel habe ich denn? 140. Okay, 140 ist natürlich nicht die Welt. Aber ein Anfang. Und ein Anfang ist besser als ein Ende. Ich weiß, es ist total interessant. Ja, da muss ich rein. Da gehen wir auch gleich rein. Oh, Mist, hier war ich schon. Okay, dann gehen wir mal zum Unterricht. Warum auch nicht? Ganz schön lange der Unterricht immer. Oh, ich höre wieder. Ich höre sie. Ja, kommt zu mir. Perfekt. Oh, wundervoll. Da stand ich ja mal richtig gut. Man muss ja auch mal Glück haben. So, jetzt bin ich ganz gespannt. Jetzt ist wieder Skilehrer-Training. Hi. Als Zwilling ist es echt schwer, individuell zu sein. Ja, das glaube ich. Ach, guck mal, Toralei. Toralei ist hier. Wusstest du, dass Werkkatzen im Dunkeln sehen können? Hätte ich mir fast denken können. Wen ich auch cool fand, war Catty. Ja, komm, nehmen wir die einfach so mit. Gibt jetzt zwar nur 5, aber egal. Haben wir zumindest ein bisschen was eingesammelt. Habe ich das hier schon? Ist bestimmt jetzt das 1000. Mal. Aber ich kann die Gänge einfach nicht auseinanderhalten. Das ist blöd. Egal. Lieber doppelt gemoppelt, als was vergessen. Würde ich zumindest sagen.
Und... Oh, Shop. Shop, Shop. Gibt's jetzt... hallo? Ach so. Gibt's jetzt was komplett Neues? Ja. Es gibt was komplett Neues. Der Rock, den finde ich ganz toll. 64, ganz schön teuer. Das finde ich auch gar nicht mal so übel. Aber die anderen Dinger finde ich jetzt nicht ganz so gut. Kaufen wir auch mal alles. Die finde ich nicht so schön. Ist total unspektakulär irgendwie, diese Reifen. Sollen das Ohrringe sein oder Armreifen? Tja, gute Frage. Grüne Schuhe finde ich auch nicht so toll. Reicht erstmal. Wieder Shopping befriedigt hier. Halt, 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 halt. Perfekt. So muss es doch immer laufen. Leider viel zu selten. Läuft viel zu selten so mit den Münzen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hallo Draculaura. Hier sind Monster aus der ganzen Welt. Achso, machen wir es so. Wo ist Cleo? Denkst du, das wird eine Wiederholung des letzten Jahres? Das garantiere ich. Hey, neue Ghoul. Hast du Cleo gesehen? Ja, hab ich. Die war bei Deuce gerade noch. Beim Rad? Mit Spectra? Ah, mit Spectra. Beim Rad? Ich sag mal mit Spectra. Du hast also gesehen, wie Cleo mit Spectra vor der Ratssitzung miteinander gesprochen haben? Was ist danach passiert? Sie ist weggelaufen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Ich meine, was sollte Cleo beim Schülerrat suchen wollen? Wirklich seltsam ist, dass sie mit Spectra spricht. Und wegzulaufen, ohne ein Wort zu sagen, das ist einfach nicht Cleo. Es ist wirklich bizarr. Das ist richtig. Möglich, dass sie jetzt endlich den Druck verspürt, den der Versuch, die Monster Nationals zu gewinnen, auslöst. Ich weiß, dass es sie hart getroffen hat, als wir vergangenes Jahr nur Vizemeister wurden. Stimmt. Cleo gewinnt gern und bei Druck blüht sie auf. Ich glaube nicht an den Zusammenbruch. Aber wirklich komisch ist, dass ich sie heute Vormittag mit Spectra sprechen sah. Kurz vorm Mittagessen. Zweimal an einem Tag. Hier geht etwas Seltsames vor. Aber was kann das sein? Es muss mehr als nur ein Zufall sein. Da kommt sie ja. Mit den Augen. So, das ist also nur ein Zufall? Oh, mir drehen sich die Schrauben. Das war nichts. Nur ein Gerücht über ein paar neue Schüler, das ich gehört habe. Keine Sorge deswegen. Warum jammert ihr Monster denn, anstatt zu üben? Ihr wisst doch, dass die Monster Nationals in weniger als 2 Wochen stattfinden. Wollt ihr diesmal nicht die Trophäe gewinnen und wie im vergangenen Jahr wieder nur den peinlichen 2. Platz belegen? Wir haben tatsächlich auf dich, die furchtlose Chefin, gewartet. Aber du warst offensichtlich zu beschäftigt, um uns mit deiner Anwesenheit zu erfreuen. Gut zu wissen, dass wir deine Unterstützung haben. Ich muss mich weder vor euch noch vor sonst jemandem rechtfertigen. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich hatte eine Besprechung wegen einer Pyramide und war spät dran. Bist du sicher, dass diese Pyramide nicht Spectra hieß? Was ist los mit dir, Claudine? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es jetzt! Nun, du hast darum gebeten. Einige von uns haben dich mit Spectra gesehen, aber du hast keine Zeit beim Training aufzutauchen. Und falls doch, dann verspätet. Wie möchtest du das erklären? Oh, Claudine! Ich weiß nicht, woher du das hast, aber ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr mit dieser neugierigen Bloggerin gesprochen. Du weißt, dass Spectra und ich nicht gut miteinander auskommen. Also meide ich sie, wo ich nur kann. Du redest wirklich völligen Unsinn. Weißt du was? Glaub doch, was du willst. Ich höre mir das nicht länger an. Monster? Ihr solltet das Training ernster nehmen. Ich gehe. Neues Monster, folge mir. Ich will mit dir reden. Nee, die will uns nur verzaubern oder so. Mit ihren komischen Augen da, wegen den Splitter von der Halskette, was sie da bekommen hat. Oh, ich bin so wütend. Diese Monster, sie nehmen den Wettbewerb einfach nicht ernst. Sie quatschen nur, statt zu trainieren, was genau wie vergangenes Jahr enden wird. Und ich hasse verlieren. Sieh mal,
Ich weiß, du bist neu, aber du hast die letzten beiden kosmischen Cheerleading-Schrittfolgen für mich gefunden. Ich sehe zumindest, dass du dich bemühst, was immerhin mehr ist, als die anderen tun. Also nochmal, ich übergebe die Suche nach der letzten Schrittfolge deiner Verantwortung. Kannst du das für mich tun? Ich werde es versuchen. Dix ist kein natürlich mehr. Die ist so unsympathisch hier. Vielleicht liegt das tatsächlich nur daran, dass sie so verzaubert ist oder keine Ahnung. Aber sie wird hier wirklich extrem schlecht dargestellt, finde ich. Also sie... Ich war so begeistert von den Filmen, weil Cleo doch eigentlich eine total nette war und wahrscheinlich auch ist. Aber hier wird sie so böse dargestellt. Das gefällt mir nicht so gut. Tu es oder nicht. Probieren ist nicht drin. Oh, ja, natürlich. Okay. Der ist wirklich kompliziert. Um den letzten Hinweis zu entschlüsseln, der zur Position der kosmischen Cheerleading-Schrittfolge führt, musst du wirklich dein Hirn anstrengen. Dieses Schritttrio ist komplexer als alle anderen. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir den Geisterschlag, den Horrorkick und den Doppelhaken beherrschen. Okay. Der ist wirklich kompliziert. Um den letzten Hinweis zu entschlüsseln, der zur Position der kosmischen Cheerleading-Schrittfolge führt, musst du wirklich... Ja, denn... Das Rätsel lautet, ich stehe jeden Abend im Rampenlicht, aber ich gebe keine einzige Vorstellung. Was bin ich? Der Hinweis dazu lautet, Hepnü. Kennst du die Antwort? Hepnü? Ich stehe im Rampenlicht, aber gebe keine Vorstellung. Es kann doch nur irgendwie irgendwas Mondmäßiges oder irgendwie so. Warte mal. Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen überlegen. Nübe steht da ja eigentlich. Im Rampenlicht. Aber gibt keine einzige Vorstellung. Weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht, muss ich gestehen. Nubi, was kann man denn daraus machen? Was im Rampenlicht steht jeden Abend. Ach, die Bühne! Wird das so geschrieben? Bühne! Natürlich! Natürlich! Eine Bühne kann nicht auftreten, obwohl sie immer im Rampenlicht ist. Und wo gibt es in der Monster High eine Bühne? Oh, die Aula! Das muss es sein! Los, hol die Schrittfolge! Hol sie doch selber! So fies! Wieso muss ich das machen? Du weißt doch immer, wo das ist. Ich denke, du bist so schlau, Chloe. Oder Cleo. Chloe. Cleo. Ich bin immer bei Chloe. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich bin immer bei den Namen so ein bisschen hin und her. Cleo, Chloe ist doch fast das Gleiche. Okay, aber ich würde tatsächlich sagen, wir machen das erst in der nächsten Folge. Denn wir sind ja jetzt hier schon fast wieder in Überlänge so ein bisschen. Das wollen wir nicht. Ah, aber wir wollen die Münzen. Nein, auch das machen wir das nächste Mal. Ich bleibe erstmal schön hier stehen und sage bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.